Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Montagstipp. Das wird ein neuer Themenbereich, in dem ich euch in wenigen Minuten ein paar kleine Tipps und Tricks erklären werde, die das Leben einfach schöner machen. Wenn ihr dazu Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ich gehe total gern darauf ein. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Ich bin Katinka. Ich freue mich, dass du mich gefunden hast. Hier dreht sich alles um die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen. Und natürlich würde ich mich total freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch hinterlassen würdest und am besten gleich den Kanal abonnieren würdest. Das wäre absolut wunderbar. Nun aber zu meinem Montagstipp. Dieses Mal geht es um eine SOS-Hilfe für sehr trockene, strapazierte Hände. Ich denke, gerade in diesen Zeiten mit ständigem Händewaschen und Desinfizieren haben wir wohl alle fast dasselbe Problem. Und ich habe eine kleine Kur, die über Nacht wirkt, die ich sehr gerne benutze. Und am nächsten Morgen wacht man mit super zarten, gepflegten Händen auf. Und zwar nehme ich ganz einfach Neutrogena Handcreme und mische die mit 5 Tropfen hier von Alverde Gesichtsöl Wildrose. Das ist auch extra für trockene Haut. Das muss nicht unbedingt jetzt Neutrogena sein und es muss auch nicht unbedingt genau das Öl sein. Aber ich finde halt, Neutrogena ist besonders stark pflegend bei strapazierten Händen. Und das Öl, da könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Wie gesagt, es sollte nur eigentlich am besten auch da ein Gesichtsöl sein oder sonst ein Öl wirklich für trockene Haut. Das wirkt natürlich dann am besten, weil wer stark strapazierte Hände hat, der braucht dann schon die Superpflege. Und deswegen, also diese Kombi hier ist für mich wirklich super. Aber wie gesagt, da gibt es auch Alternativen. Da könnt ihr einfach mal was ausprobieren. Ich gebe also tatsächlich einen ordentlichen Schwung von der Neutrogena-Creme auf meine Hand und dann kommen 5 Tropfen vom Gesichtsöl dazu und das massiere ich ein. Ich muss wirklich sagen, danach kann man echt nichts mehr anfassen. Also man hat wirklich glitschige Hände. Da muss man sich also vorher überlegen, bevor man ins Bett geht, was will man noch machen? Handy nehmen und nochmal drauf rumdaggeln, das wird nicht funktionieren. Also da wirklich... ja, muss man wissen, ist glitschig, aber wie gesagt, es hilft mir wirklich sehr gut. Wer das noch besser einziehen lassen möchte, der kann Baumwollhandschuhe nehmen. Das ist natürlich dann eine noch bessere Wirkung, aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Ich finde allerdings tatsächlich, dass das eine absolute Wunderkur über Nacht ist und am nächsten Morgen wacht man wirklich mit super gepflegten Händen auf. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren und schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt, wie es euch gefallen hat und ob es funktioniert hat. Und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen, gerade in diesen Zeiten. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ich sonst noch so für euch testen sollte oder was euch interessiert, was ich eventuell einfach mal für ein Video für euch drehen könnte. Das fände ich total klasse. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!